wisst ja Bescheid, ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Punktrichter aus Serbien, Goran Filipovic, aus der Türkei, Ertekin Aslan und aus Polen, Chris Legian, der Mann im Ring, aus Deutschland, Robert Ulrich. Die Kämpfer sind bereit, so let the fight begin. Und jetzt zu einem Kampf, auf den ich so richtig freue. Es geht um die WKU-Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht bis 72,5 Kilogramm. Kickboxen, Vollkontakt. Simon Poskutin in der roten Hose. Simon Poskutin Merkel, natürlich auf dem bärenstarken jungen Mann aus Albanien, auf Florian Marku. 21 Jahre alt und schon 38 Kämpfe bestritten, 37 davon gewonnen, einen einzigen nur verloren. 26 Mal vorzeitig, schließlich war schon besorgniserregend. Ganz dynamischer Kerl, der Albaner. Lebt in Linz, in Österreich. Und ich hoffe, dass Poskutin Merkel hier mit der nötigen Lockerheit rangeht. Er verkrampft ja oft in seinem Bestreben hier, den Gegner vorzeitig zu besiegen. Aber bislang hier erstmal konzentrierter Beginn von Poskutin Merkel, von beiden. Guter Körpertreffer, sehr begnadeter Boxer, Poskutin Merkel. Barotischer Amateurmeister im Boxen, über 300 Kämpfe bestritten. Seine Schwäche, die er hat, dieser teilweise selbstzerstörerische Wille. Immer überzeugen zu wollen, immer nach vorne zu gehen, den Gegner quasi zu zerstören. Aber gut, wir gehen jetzt hier, atmen mal tief durch, der Florian Marku. Wird betreut übrigens von Ismet Mandara, ein Kämpfer, der in einem Weltmeisterschaftskampf Pavlica Steko den Kiefer gebrochen hat. Allerdings, wie sagen die Bayern, nutzt sonst nichts. Steko gewann den Kampf. Gute Aktion hier. Zweimal die linke von Poskutin Merkel. Ja. Ja, zeigt er schon mal, dass er auch kicken kann, wenn er nicht getroffen hat, der Florian Marku. Interessant, beide haben schon zweimal gegen den Griechen Statis Benov gekämpft. Poskutin Merkel, der schwer K.O. gegangen im ersten Kampf, im zweiten dann einen Unentschieden. Und Florian Marku hat den ersten knapp verloren, den zweiten dann nach Punkten gewonnen. Eine Gewichtsklasse, die ganz stark besetzt ist. Zweimal gute Aktion hier, aber auch Marku durchgekommen. Hochklassiger Kampf bislang. Auf diese Kicks, da muss er aufpassen. Noch 10 Sekunden. Ja, das passiert selbst zu einem routinierten Mann wie Poskutin Merkel, dass er da den Gong missversteht. Kann alles vorkommen, im Eifer des Gefechts nichts passiert. Erste Runde geht an Merkel. Hören wir mal in die Ringecken hinein. Nicht überhasten, nicht überhasten. Geduld, Geduld. Immer mit Geduld triffst du super. Spiel mit deiner linken Hand. Verzwing es nicht. Mach keine Gewalt. Mach schön deine Deckung zu, spiel mit deiner linken Hand. Sie kommt. Ja, atme durch. Atme durch. Aber die hast gemerkt, schon wieder. Verkrampfe nur nicht, Simon. Nur nicht verkrampfe. Ja? Einmal. Deckung, Schritt für Schritt. Ja. Betreuer aus dem Ring. Ja, der Mann mit der Brille, das war er, der Ismet Mandara. Auf. Freuen wir uns auf Runde 2. Stopp. Ja, das war kein Fußfeger, das war schon aus den Knöchel gezogen. Da sagt der Marku, ja, nützt mir jetzt auch nichts viel. Ermahnung von Robert Ulbrich.
bisschen gefährlich. Das weiß Simon Poskutin-Merkel. Mit solch ein Kick ist er schwer K.O. gegangen gegen Statis Behnov. Von Poskutin Merkel, aber er muss höllisch aufpassen. Innenbahn durchgekommen, den hat er gespürt, Poskutin Merkel. Der schlägt blitzschnell. Nochmal 21 Jahre, 38 Kämpfe, 37 Siege. Das hat schon was zu bedeuten. Links angetäuscht, rechts durchgezogen, nicht ganz getroffen. Der ist mit allen Wassern gewaschen, der junge Mann aus Albanien. Nicht ganz der Marco, aber wir wissen ja, solche Aktionen, die startet man nur, wenn man wirklich auch einen Treffer gespürt hat. Ganz schnell hier die linke abgezogen. Wechseln dann zumal die Auslage. Gloria Marco. Aber was mir gut gefällt an Poskutin Merkel, er versucht sie nicht auf Biegen und Brechen. Er lässt sich Zeit. Ja, war nicht ganz getroffen von Marco. Na, zweite Runde kann man durchaus an den Albaner geben. Wäre die ganze Sache wieder ausgeglichen. Ja, gut zu sehen, wie Marco da mehrfach gut durchgekommen ist. Zwar nicht mit voller Wucht geschlagen, aber hat der Merkel, Poskutin Merkel, doch hier das ein oder andere Mal beeindruckt. Sehr gut, tief atmen. Zieh ihn doch raus, Simon. Zieh ihn raus. Der kommt selber. Aha. Betreuer aus dem Ring! Sehr schön. Zieh ihn raus, du kannst boxen. Betreuer aus dem Ring! Aufpass nur, Hände nach oben, nicht. Halt! Ruhige Ansprache von Pavlica Steko. Der Innenbahn mal wieder durchgekommen. Und da fällt er aber ein und setzt er sofort nach. Er lebt gefährlich, der Poskutin Merkel. Sobald Marco da eine Lücke entdeckt, geht er voll drauf. Wieder die rechte zum Kopf. Und sobald er da eine kleine Blöße lässt, ist Marco da. Florian Rufe, also er hat einige Fans mitgebracht. Für eine große Albaner-Gemeinde in Deutschland. Die stehen natürlich 1A hinter ihren Kämpfern. Auch in der Halle Robin Krasnici, eines der größten deutschen Boxtalente. Hofft ja noch in diesem Jahr auf einen Weltmeisterschaftskampf. Warten wir erstmal ab. Ja, ist ein bisschen beeindruckt. Der
Simon Poskuti Merkel. Mal zum ersten Mal so ein bisschen Luft holen von beiden. Aber wenn es jetzt so um Infight kommt, da hat Marco meistens eine Hand mehr am Ziel. War er zu weit weg, Poskuti Merkel. Er muss genau am besten Halbdistanz stehen, um hier zu seinen gefährlichen Aktionen ansetzen zu können. Belauern sich beide jetzt. Linke von Poskuti Merkel, aber er hält da voll dagegen. Der Marco, klasse Kampf bis jetzt und das Publikum geht hier auch mit. Es geht wieder nach vorne. Schwerste Arbeit für den Weltmeister. Wie gesagt, Marco hat natürlich auch den Nachteil, dass er als Thai-Boxer hier nur seine Kicks oberhalb der Gürtellinie ansetzen darf. Alle anderen gefährlichen Aktionen, die er sonst so drauf hat, muss er heute Abend hier vergessen. Hat er auch. Klasse Leistung von beiden bis jetzt. Noch 10 Sekunden. So, wer setzt hier noch mal einen drauf? Kleiner. Okay. Ende von Runde 3. Auch das wieder ein Kampf hier, der ganz, ganz knapp ist. Hochklassig geführt von beiden Seiten. Noch 2 Runden. Schön, das war eine gute Runde. Und nochmal. Eine gute Runde. Ein Blick in die Ecke von Simon Poskuti Merkel. Sofort mit selber Hand zu antworten. Ja. Schlag, geh doch zurück nochmal. Zweite dann mit Druck. Zweite mit Druck. Ja. Atme durch. Schön, Simon. Bravo. Ruhig atmen. Tief und durch. Tief und durch. Genau. Bravo. Super, Mann. Nur Konzentration. Simon, lass die Hände und lang bleiben. Der fehlt ein. Du schmeißt die linke locker, locker und dann wieder zusammen. Nur linke locker führen. Das ist jetzt viel mehr. Der hat auch keine Kraft. Drei aus dem Ring. Der geht mit Gewalt jetzt. Okay. Drei aus dem Ring. So beruhigende Worte für Simon Poskuti Merkel. Halt! Aber er ist eben auch einer, den man eher beruhigen muss. Heiß ist er im Ring selbst. Hält schon mal gut an hier. Mit der rechten vor der Kick. Aber er arbeitet hier mit der Führungshand. Guter Treffer zum Körper. Und der OP ist nicht. Ah, da war es wieder gefährlich. Der Kick mit dem rechten Bein Richtung Kopf. Den hat er gut abgeblockt. Versuch eines Axe-Kicks. Haben schon 2-3 Mal probiert, aber noch keinen Erfolg gehabt. Florian Marku. Ganz abgebrühter Junge hier, der 21-Jährige. Cool bis in die Zehenspitzen. Und sein Gegenüber, dieser Simon Poskuti Merkel, der zählt zu den besten Kickboxern der Welt. Ist natürlich auch Weltmeister, aber überhaupt in seiner Gewichtsklasse. Oh, ist schon klasse, was er da zeigt. Ja, Florian Marku. Beide suchen jetzt ihre Chance, lauern, wo macht der andere einen Fehler? Beide arbeiten mit der Führungshand. Leichte Rötung auf der linken Gesichtshälfte von Poskuti Merkel. Bleibt natürlich bei solch einem Kampf nicht aus. Er macht nicht viel in der Runde, der Marku, aber was er macht, hat bislang Hand und Fuß.
Noch 25 Sekunden. Und bewegt sich wieder ganz gut jetzt hier. Koskutin Merkel geht einen Schritt zurück. Setzt dann hier seine Aktion. Genauso muss es machen. Schwellung jetzt in seiner linken Gesichtshälfte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die beiden hier in der fünften Runde abziehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie beide noch mal aufbiegen und brechen versuchen werden, den Sieg auf seine Seite zu ziehen. Oder auf ihre Seite zu ziehen, natürlich. Fünfte und letzte Runde. Simon, das war super. Diese lange Rechte, zurück und dann wieder. Er fällt rein, er hat keine Konzentration mehr. Er hat keine Konzentration mehr. Komm. Bitte, mach keine Schlägerei, Simon. Mach keine Schlägerei, okay? Komm, warte. Also Pavlica, Steko, bitte noch mal seinen Schützling, der sich hier nicht auf einen Schlagabtausch einzulassen, der drei Minuten dauern kann. Er soll ruhig seinen Stiefel durchboxen. Ist ja ein studierter Mensch, der Simon Poskutin-Merkel. Kooperation und Recht im Personalmanagement hat er studiert in Moskau, in Deutschland. Betriebswirtschaft abgeschlossen. Wenn er seine Nerven im Zaum hat, dann müsste er hier mit seiner Routine die fünfte Runde doch für sich entscheiden können. Da war die Rechte recht gefährlich hier wieder mal von Marco. So, weggerutscht, aber die Antwort von Poskutin Merkel lässt nicht lange auf sich warten. Schwere Stärke auf den Körper von Poskutin Merkel, aber das macht er gut. Er bleibt einfach stehen und antwortet mit schnellen Kombinationen. Die Merkel hat das Kicken jetzt komplett eingestellt. Lässt sich nur noch auf seine boxerische Klasse und die hat er ja. Ah, jetzt geht es hier doch noch mal richtig zur Sache. Noch gut 1,5 Minuten sind hier zu kämpfen. Marco marschiert nach vorne. Er hat vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht als Herausforderer in den letzten zwei Runden. Vielleicht noch mal nachholen. Oh, wieder hart getroffen, die linke zum Kopf von Poskutin Merkel. Das sind Schwierigkeiten. Und nochmal, setzt den Arm, geht runter. Was macht? Jawohl, wird angezählt. Schwer getroffen, Simon Poskutin Merkel. Da kam der Schlag wie aus dem Nichts für ihn. Und er ist ja angezählt. Ja, Kampf wird nochmal freigegeben. Und er will natürlich jetzt auf den Gegner los. Jetzt wird es schwer für Simon Poskutin Merkel. Er setzt nach. Der gute Marco, kann er hier den finalen Schlag setzen? Poskutin Merkel schwankt immer noch, ist noch nicht ganz klar da. Oh, der Kick geht vorbei, hat er Glück gehabt. Marco jetzt ein bisschen überhastet. Nochmal der Kick zum Kopf. Mein Gott, was muss er jetzt hier einstecken? Der Weltmeister Simon Poskutin Merkel. Aber er wehrt sich nochmal, er versucht nochmal zurückzukommen, ist offen. Hat Glück, dass Marco da vorbeizimmert. Nochmal die Rechte, nochmal die Rechte. Oh Gott, die Linke zum Kopf. Ganz, ganz schwere Sekunden für Simon Poskutin Merkel. Aber er hält dagegen. Muss ich sagen, klasse, wie er hier fightet, wie er zurückzukommen versucht. Aber der Kampf ist aus. Florian Marco, was hat er hier noch einmal für einen Feuerwerk abgezogen in dieser letzten Runde und ich denke, das dürfte ihm hier eigentlich den Sieg gebracht haben. Bin ich mal gespannt, ob das die Punktrichter auch so sehen, aber er hat hier wirklich
nochmal zum richtigen Zeitpunkt seine Schweren ausgepackt und hat Simon Poskutin-Merkel da ganz, ganz arg in Bedrängnis gebracht. Warten wir ab, was hier die Punktrichter entscheiden werden. Hier noch gute Aktionen von Poskutin-Merkel. Da kommt hier dieser Linke zum Kopf, da ist er schon mal richtig durchgeschüttelt. Und dann schlägt es hier granatenmäßig ein. Hier zack, nochmal die Linke, dann geht er runter und war dann angeschlagen bis zum Schluss. Hat nochmal dagegen gehalten, das muss man ihm zugute halten. Er hat alles getan, um hier nochmal für eine Wende zu sorgen. Aber gut ab vor Florian Marku, vor dieser Leistung dieses 21-jährigen Burschen aus Albanien. Ja. Goran Filipovic, Erdekin Aslan und Chris Legian müssen jetzt hier punkten. Kai Petzmann, der Ringsprecher, wartet, bis ihm zugeflüstert wird, wer den Kampf hier gewonnen hat. Natürlich ist man da zuversichtlich in der Ecke von Marku. Klaus Nonnemacher, der WKU-Weltpräsident, ist auch im Ring mit dem Gürtel. So, dann. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Urteilsverkündung. Das Urteil. Goran Filipovic wertete 49 zu 48. Erdekin Arslan wertete 50 zu 48. Und Chris Legien wertete 49 zu 47. Und damit neuer WKU-Weltmeister im Supermittelgewicht Kickboxen Pro Kontakt.